Moin, moin, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind immer noch beim Händler und wir haben Mittagspause. Haben Hunger und Durst. So, und Durst. Können wir dann gleich mal Abhilfe schaffen? So, ich weiß jetzt im Moment gar nicht mehr genau, was hier noch anstand. Genau. Wir hatten ein bisschen was verkauft und wir hatten da hinten ein paar Häuser gelootet. Tja, Tag 14. Müssen uns so langsam mal vorbereiten. Ich denke aber mal, wir haben eigentlich alles soweit klar. Ja, wir hatten Messbecher gefunden und jo. Dann haben wir eventuell noch Beton am Laufen. Nee, ne? Nee. Nee, gut. Ja, dann würde ich mal sagen. Wir können noch ein bisschen. Jetzt habe ich die andere Achse nicht mit. Nee, na egal. Wir können noch ein bisschen Holz oder Kohle farmen. Ja, was hat sich getan? Die 17.3 Experimental ist raus. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier jetzt in dem Let's Play warte auf die Stable-Version. Rums. Und dass wir eben darauf achten müssen, oder dass ich darauf achte, dass ich da keinen Neustart machen muss. Und das könnte bei der Experimente durchaus passieren. Ich hoffe bei der Stable nicht. Angeblich haben die nur, ich sag mal, die Random Map, den Random Map Generator soweit jetzt, oder das Gröbste erledigt. Dass der jetzt wieder vernünftig funktioniert. Und natürlich jede Menge Bugfixes. Neue Inhalte sind wohl nicht dazugekommen. Da ist aber schon so einiges angekündigt für Alpha 18, was ja voraussichtlich Ende Juni kommt. Aber da legen wir uns mal nicht fest. Da haben wir letztes Mal bei der Alpha 17 schon gesehen, dass das sich ein paar Monate verschieben kann. Aber so schlimm wird es diesmal nicht werden, das glaube ich nicht. Und ja, an der Stelle vielleicht auch mal. Warum hat das alles so lange gedauert? Ne, 6 Jahre Alpha 8, 16, Alpha überhaupt, Alpha-Status. Ja, die haben wohl, und deswegen hat die Alpha 17 auch so lange gedauert, das komplette System umgestellt, sage ich jetzt mal. Und also mussten so einige Sachen, die eigentlich schon dachten, dass sie fertig sind, mussten sie komplett umstellen durch irgendwie das Unity-Update. Und habe auch was gelesen, dass da wohl der ein oder andere Programmierer gehen musste und dann die neuen, die da sind, ja, eine Menge Arbeit hatten, da irgendwelche schlecht programmierten Sachen jetzt zu berichtigen. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine faule Ausrede ist, aber wer sich da ein bisschen mit auskennt, der sollte eigentlich wissen, dass sowas passieren kann. Und ja, shit happens, vor allem bei einem kleinen Studio, wo nicht so viel Manpower ist. Und das kann natürlich so ein Spiel schnell nach hinten werfen oder den Zeitplan zerstören. Und ja, sollte man jetzt nicht drüber lästern. Shit happens. Und letztendlich. Die arbeiten dran und das ist das Wichtigste. Und was da, wie gesagt, in der Alpha 18 so kommen soll, oh, das ist ja eine kleine Horde. Das hört sich schon sehr gut an. Und jetzt neue Inhalte und so weiter reinbauen, ist jetzt mit dem neuen System wohl viel einfacher geworden. Und das war ja auch mit der Grund, warum wir das machen mussten. Aber okay, ich will jetzt hier keine langen Storys erzählen über Spielentwicklung. Da bin ich auch nicht der Fachmann. Aber für mich klang das alles ganz schlüssig. So.
So, was wir kriegen sind neue Waffen, wohl ein schweres Maschinengewehr und Elektroschocker. Und das ganze Perk-System wird auch nochmal überarbeitet, also von daher tut sich da einiges. Aber lassen wir uns überraschen, das dauert ja noch ein bisschen. Ja, was war noch? Oh ja, ich habe eine neue Grafikkarte. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe an den Einstellungen jetzt ein bisschen rumgefummelt, aber ich hoffe mal, dass das alles so ja, geht. Ja, ich weiß, dass ich jetzt nicht mit dem Fahrrad fahre. Will hier was gucken. Also ich habe eine neue Grafikkarte, weil die alte doch also permanent auf 90%, 95% lief. Ey, was ist denn das für ein Anstand hier? Ah. So, und ich hoffe mal, dass das jetzt mit den Mikrorucklern ein bisschen besser wird. Ganz raus kriegen wir sie nicht. Das sagen die Entwickler auch, dass da noch so ein paar ja, Performance-Bugs drin sind. Also da kannst du so viel einstellen, wie du willst und so viel teure Grafikkarten kaufen, wie du willst. Ein bisschen Mikro-Ruckler wird man ab und zu noch haben. Aber ich hoffe mal, dass sich hier sonst jetzt die Qualität nicht verschlechtert. Kann eigentlich ja nicht. Aber wir werden sehen. Bing. Eieieiei. So, will ich meinen Schlafsack kennen? Genau, ist der auch wieder im Eimer. Na. Oh. Ich hoffe, das ist dann auch gefixt, dass die Klappe nicht immer weiß, ob sie auf ist oder zu. So, dann gucken wir mal, was habe ich hier denn Schönes, alles loszuwerden. So, wir haben doch jetzt zwei Beaker, ne? Hier ist aber... Nee, shit, da war noch gar keiner drin. Schade, ich dachte, wir hätten hier zwei. Oh, dann eben nicht. So, da was. Oh, Moment. Ach, turnt da schon wieder einer rum draußen. Ja, was ist denn schon wieder los? Wo ist er? Da. Hallo Dicky. Moin. Das war's? Das war's. Hechel, hechel, hechel. So. Jo, dann müssen wir uns so langsam mal auf den Abend vorbereiten. Ey, sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Ah!
So, ist jetzt gut. Kommt jetzt zu nix hier. Vielleicht war das ja die Vorhut für den Blutmond. Schon mal die Lage peilen. So, war der Deka wieder zerlegen. Bisschen Munition wäre nicht schlecht, ne? Ja, okay, ich renne jetzt nicht zum Händler wegen dem Chemietisch. Das machen wir jetzt hier. Jawohl. Früher ging das doch in dem Lagerfeuer, oder nicht? Na, egal. So. Da. Ach, die kann ich ja noch nicht machen, oder was? Ach nee, da kein. Ach, da ist kein Blei mehr drin, deswegen. Ah, muss er das erst mal machen? Das geht ja hoffentlich recht schnell. Jo, das sieht gut aus. Dann können wir aber da noch welche von machen. Wie viel haben wir? 26. 33 Schwarzpulver wird das. Da machen wir nochmal 7. Ist schon nur egal. Da machen wir mal 25 von. Da geht noch nicht. Dass wir wenigstens noch ein bisschen Munition haben. Okay, Eisen haben wir glaube ich auch nicht mehr. Das brauchen wir glaube ich auch noch. Ah, machen wir mal 50. So, Reparaturkits haben wir 6. Ein paar können wir eigentlich hier lassen. Noch ein paar Pfeile machen, ne? Machen wir 100 Stück. Das schadet nichts. Okay, die könnte man auch noch nehmen. So, da ist ja auch noch zwei Schwarzpulver. Na egal. So. Ja, das sieht doch schon nice aus. Ja, Schlafsack. Gucken wir hier noch mal eben. Das ist noch am Wachsen. So, wie sieht's hier aus? Ja, ein bisschen was essen und trinken sollten wir. Haben wir noch Punkte? Zwei Stück. Wo packen wir die am besten im Rein? Boom Headshot. Den möchte ich gerne haben.
Den würde ich gerne haben. Damit wir die Bandagen machen können. So, Aloe Vera haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir, glaube ich, oben haben wachsen, genau. Okay, später dann. Okay, das ist auch fertig. Können wir nicht schon wieder neue Sachen machen? Moment, das testen wir erstmal. Und zwar damit. Müssten eigentlich schon blaue Sachen machen können, oder nicht? Jawohl, meine ich doch. Wieso kann ich hier nicht zerlegen? Das ist gut. Das finde ich gut, dass man das nicht aus Versehen mit zerlegt. Da habe ich einen Mod drin. Gut. Das ist gut. Das wusste ich auch nicht. So, die sind auch fertig. Ja, dann würde ich sagen, fertigen. Fertigen. Die sind auch klar. Dann machen wir nochmal 100. Jetzt hier nichts. Moment. Die reparieren wir trotzdem eben, dann können wir die nämlich verkaufen. Da sind auch Mods drin. Mods, wie auch immer. Übrigens der Trick hier. Oh, nee. Hat gar nicht funktioniert. Das mit dem kleinen Cheat hier, den wir hier rausgefummelt haben, das soll wohl in der 17.3 auch nicht mehr funktionieren. Das haben sie gefixt. Schade eigentlich. Aber okay. So. Na gut, wir sind so gleich mit der Folge zu Ende, dann bauen wir das dann anschließend. So, wir haben 17:36 Uhr. Ist noch ein bisschen Zeit. Genau, essen wollten wir noch was. Erstmal reichen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal bedanken für die Abonnenten und für die Likes. Gerade in den letzten Tagen sind einige, ja, ein paar dazugekommen. Freut mich sehr, finde ich toll. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass meine Art zu spielen und hier die Let's Plays zu machen, ja, dass ihr das weiter und ja, ich würde auch jetzt hoffen, dass das so okay ist und
will mich hier nicht verbiegen und irgendwelche künstlichen Sachen erfinden. Von daher vielen Dank, dass ihr das so mögt, wie ich das mache. Und das hilft mir auch oder das macht mir dadurch auch Spaß, so weiterzumachen. Und ja, langes Gelaber, kurzer Sinn. Vielen Dank auch fürs heutige Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.